Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück bei Madden NFL 24 Ultimate Team. Jawohl, Head-to-Head steht wieder an. Nach der heftigen Niederlage im ersten Spiel wollen wir heute gleichziehen. Den Ausgleich, praktisch, ja, den Ausgleich machen, was Sieg-Niederlagen-Statistik angeht. Wir haben jetzt am Montag eigentlich relativ gute Spielzüge drin gehabt. Ich bin gespannt, ob die jetzt auch hier funktionieren oder ob wir sie überhaupt brauchen. Geht schon mal so los. King Capital. Klingt sehr gut. Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Und genau das ist mein Problem, was ich habe mit Online-Spielen. Green Bay, natürlich. Angst gegen auch noch, aber wir spielen zumindest zu Hause. Let's go. Dion Sanders. Frage ist, ob er da in die Richtung kickt. Nö. Aber Dion Sanders kriegt zumindest den Ball. Und es geht zu 24. Schauen wir mal, was da heute drin ist für unsere Jungs. Dreimal vorne. Oh. Oh. Derwin James, der Tempo liegt an mir. Das ist der Moment, wo du nur weißt. Schaut nicht unbedingt gut aus für dich. Aber ja. Komm schon, First Down. Chargers, First Down. Das ist das, was zählt erstmal. Chargers, First Down. Oh, Herbert, haben sie mir Jackson kaputt gemacht? Bin mir nicht sicher. Das war nicht der Running Back, der da hätte stehen sollen. Aber gut. Ach komm, ich mache einen Bullet Pass und das Ding wird immer langsamer in der Luft. Das kann's doch auch nicht sein. Vor allem, einer von euch hat geschrieben, dass die Bälle vielleicht out of range sind. Kann eigentlich nicht sein, weil wir können definitiv weitere, vor allem offline schaffen wir es viel besser, weitere Pässe zu schmeißen. Und hier regelmäßig, flupp, fallen die Bälle runter, ohne Grund. Und das ist was, da kriege ich ehrlich gesagt, kriege ich komplett die Krise. Lass mal an, was er spielt. Passt es das schon mal nicht? 3 Yards schafft er. Da schon an, aber wer ist es? JC Jackson, der da 10, 8, 18 Meter von seinem Mann weg ist. Und dann da, was soll ich denn da machen? Also das ist was, wo ich sage, JC Jackson müsste dann halt schon schauen, dass er bei seinen Leuten bleibt, aber wenn das halt so unmöglich ist, da und wieder. Wir sind theoretisch vor dem Spieler, wenn wir losspringen, bleiben hinter ihm, Jimmy Graham macht den Touchdown. Aber das, der Punkt ist, dass meine Spieler es nicht schaffen, so wie seine, die eigentlich wirklich, das war derselbe Laufweg, praktisch, wie vorhin.
Hier, sie schaffen es nicht, dass sie vor ihn springen. Nein, sie springen hinter ihn rein. Was bringt mir das denn? Gar nichts. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Die und Sanders kommen nicht vorbei. Oh. Vielleicht ist es auch als einfach der Fall, dass wir jetzt den Fall haben, was wir so lange befürchtet hatten. Und wieder. Dann kriegt dann und kann ihn nicht fangen. Wo ich mir denke, was soll man da hinstellen? 90er. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber er hätte ihn locker fangen können. Ehrliche Meinung. Er hätte ihn locker fangen können. Da hätte nun mal kein Problem da sein dürfen. Wirklich nicht. Gefährlicher Spielzug. Wenn er funktioniert, ist nice. Wenn nicht, dann brennt hier gleich ordentlich die Luft. First down. Das First Down von Bo Jackson. Was für... Wer war das? Davis, der da nicht blockt. Das ist halt finster. Das ist halt finster. Wieder haben wir keinen Block. First down. Wenigstens das kriegen wir hin. Freigemacht der Weg. First down. Oh, Digga. Der ist doch drüber mit seinem Arsch, Mann. ...7-0 für die Packers nach dem ersten Viertel. Also ich muss sagen, wir schlagen uns ja eigentlich nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass wir immens schlecht dastehen. Ganz im Gegenteil. Ich finde eigentlich, dass wir das bisher super lösen. Spielen mit, wir kämpfen, klar,
bei so einer Gegner, bei so einem Gegner wird es ganz schwer für uns. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen schauen, dass wir auf Zone-Verteidigung umschalten. Aber selbst wenn wir das dann machen, ist halt ein wie soll ich sagen, das, was wir wollen, nicht gegeben. Bo Jackson, First Down. Boah, nächste Interception. Alter, Junge, das ist das. Okay, das ist lächerlich. Junge, ist der schnell. Komm, hör auf. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Aber ja. Ich glaube, dass wir jetzt einfach diesen Punkt erreicht haben, wo Online-Gaming einfach nicht mehr möglich ist. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Vor allem, wir spielen eigentlich in einer Liga, wo ich sage, da sollten Mannschaften eigentlich nicht so stark sein, aber... Ja, cool. Wenn sie halt dich so ausraten, dann ist halt vorbei. Und wir sehen, wir können kein Passspiel machen, ganz einfach. Weil dafür sind unsere Spieler zu schlecht vorne. Tut natürlich irgendwo immens weh, klar. Weil ganz ehrlich, natürlich will ich online spielen, irgendwo nicht die ganze Zeit nur offline spielen, aber es bringt uns halt auch nichts. Es bringt uns halt auch nichts, wenn wir dann nicht vorankommen. Bo Jackson. Das sind 4 Yards. Hat er nicht gerechnet. RG3 zu 48. Das um die Outside-Spielzüge so gut funktionieren, weil er eigentlich mehr in die Mitte zieht. Er will uns diesen Run komplett vermasseln. Wutzen steht 4-5 Meter von uns weg, springt hinterher. Wenn wir das machen, fliegen wir in der Luft, als würden wir stehen. Das ist halt bitter. Das ist halt das Bittere. Boah. Bleiben bei 2.10. Musste das so laufen. Das ist, wie gesagt, das ist das nächste Problem, was wir haben. Johnston Henry, wir können es probieren, aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass uns das was bringt. Da kommt er. Da ist der Catch. Da ist der Pass. Touchdown, Quentin Johnston. Na, wenigstens etwas. Graham Gano macht ihn sehr schön. 14-7. Natürlich nach der Interception vorhin. Absolut bitter, klar. So, wir hätten vorhin schon Interception haben können. Beziehungsweise den Touchdown schon vor der Interception haben können. Ja, wollte gerade sagen, Halleluja. Woodson rennt da durch, als wäre das gar nichts. Sack. 2-minute warning incoming.
Ja, wer ist denn das wieder? Marcus Peters dreht sich da draußen und schau dir das an und keiner kommt hin. Das kannst du mir nicht erzählen, Mann. Marcus Peters dreht sich da draußen einmal im Kreis, anstatt dass er einfach weiterläuft, so wie es hätte sein können. Oh. Jetzt kommt der Run. Schau dir das an. Ja. Für was haben wir eigentlich eine Defense, wirklich? Der macht einmal links, einmal rechts und schon ist er vorbei. Und unsere Defense springt links und rechts vorbei, ohne dass sie wissen, was Sache ist. Innerhalb von wie vielen Sekunden jetzt den Touchdown? Ach, das ist so ärgerlich, ehrlich. Aber wie gesagt, das ist, wir haben keine schlechte Defense. Wir haben keine schlechte Defense, wirklich nicht. Und deswegen frage ich mich ab und zu, gegen welche Gegner hier wir spielen. Da frage ich mich wirklich, gegen welche Gegner wir hier spielen. Das ist 1,20 Richtung Endzone. Es ist schwer, dass wir das schaffen. Mit einem guten Spielzug vielleicht. Wirf ihn halt. Alter, wie lange ich jetzt werfen gedrückt habe und wie lange er braucht, bis er den Ball abgibt. Das ist ja Wahnsinn. Halleluja. Und wieder. Seht ihr das? Und das ist das, was ich meine. Da kommt, sicher kommt der Reach in. Aber wenn unsere das mal machen könnten. Der andere streckt sich, zack, perfekt. Unsere springen hinter dem Mann so, oh, wir kommen nicht hin. Obwohl ich mir denke, Halle, du läufst hinter ihm, spring doch einfach hinter ihm vorbei. Und das ist das, was, das, ja, verstehe ich nicht. Wie gesagt, verstehe ich einfach nicht. Schau dir das an. Und dann wird einfach der Spieler gewechselt. Wir haben den Spieler noch nicht mal angeklickt. Und das ist der Punkt. Können wir kurz Instant Replay machen? Geht das noch? Nee, das ist wahrscheinlich nicht mehr. Aber ja, es ärgert mich einfach. Wie gesagt, es ärgert mich einfach. Wir machen da eigentlich ein gutes Ding. Und wieder stehen wir mal 28-7 hinten. Drei Interceptions. Und egal was wir laufen, es ist völlig wurscht. Gegner ist doppelt so schnell wie wir. Also wie gesagt, wir müssen jetzt echt schauen, ob wir in Zukunft hier weiter online spielen oder ob was wir machen, weil die ganze Zeit online spielen, damit wir nur auf die Fresse kriegen, habe ich auch keinen Bock. Muss ich ehrlich sagen. Aber anscheinend wird es darauf hinauslaufen. Und wieder! Wir stehen vor dem Spieler! Wie kann er den denn intercepten, Mann? Und das ist das, was ich nicht verstehe. Wir sind so deutlich vor dem Spieler. So deutlich. Passen unsere nicht auf, wenn sie den Ball zugeschmissen kriegen? Und ich weiß nicht, der wäre locker fangbar gewesen. Locker. In jedem verfickten Universum. Und wieder 10, 12 Meter hinter unserem Gegner. Ich weiß nicht, wo unsere Leute stehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist. Jetzt sind wir 35-7. Wir kriegen 35 Punkte gegen uns im ersten Viertel, in der ersten Halbzeit. Und das noch nicht mal, weil wir die schlechtere Mannschaft sind. Nein, weil unsere Leute die Bälle einfach nicht fangen oder nicht wegfangen. Unsere Secondary verhält sich wie die richtigen Chargers. Da kommt ein Ball auf sie zu. Boah. Wo wir denken, hallo? Ja, Flag. Weil ich vorbeigelaufen bin, weil ich in den Fuß reingelaufen bin, oder? Ey, das ist so lächerlich. Also diese Flag, ganz ehrlich.
Die können sie wirklich stoppen, diese Flag, weil das ist ein Witz. Ja, das ist die nächste Flag gleich hinterher. Selbst wenn ich Jetters nehme als Ziel, bringt mir das nichts, weißt du? Das ist mein Problem. Selbst wenn ich Jetters nehmen würde als Ziel. Dann steht da hinten Micke Hyde noch. Aber du kannst probieren. Schau mal. Und wieder. Und wieder. Deion Sanders, wer ist das? Charles Woodson. Und das ist einfach lächerlich, der springt nicht mal hoch. Und wieder die Interception. Was sag ich? Und das kann nicht sein. Der sieht den Ball nicht, der dreht sich um. Oh, da ist er, zack, und hat ihn. Das kann nicht sein, ehrlich nicht. Ehrlich nicht, ich habe auf so einen Scheiß keinen Bock, Mann. Das ist Wahnsinn. Du schmeißt den Ball in die richtige Richtung. Der Typ dreht sich eine Sekunde kurz vom Ball um oder ist der Ball zack und fängt ihn. Der Ball wäre einfach am Boden gelandet in jedem verfickten normalen Spiel. Boah, da kriege ich so einen Hals, ehrlich. Ehrlich, das ist Wahnsinn. Cool. Danke für nichts. Was war das jetzt? Nice. Ja, es ist... Und selbst wenn wir jetzt irgendwas mit Zone mal spielen, das wird nicht funktionieren. Und das ist das Traurige. Das wird nicht funktionieren, weil wir haben keine Zone-Coverage-Spieler. Deswegen, also wir können es nochmal probieren, dass wir sagen, okay, pass auf, wir probieren es mit Zone-Coverage nochmal. Dass wir die Cornerbacks umstellen. Auch hier, T.O. geht voll in die Beine rein, der Venti Adams, oh, geh mal weg da, das nervt mich ein bisschen da unten. Da komplett alleine, Alter. Für was habe ich eigentlich eine Secondary? Das ist... Und wieder! Nein, er ist wenigstens incomplete. Wenigstens incomplete, weil ansonsten wäre ich jetzt ausgerastet. Alter, und wieder können wir es nicht, schaffen wir es nicht, durch den Gegner den Ball hindurchzufangen, was unser Gegner ja anscheinend so einfach schafft. Schau mal, wie frei da ist. Schau mal, wie frei da ist. Da ist null Coverage. Null. Und das verstehe ich nicht. Ich sag an, hier, es kommt ein Pass. Es kommt ein Pass. Da hinten waren mindestens zwei Flaggen, aber egal. Schmeißt sie einer einfach in die Füße unseres Linebackers rein. Sagt mir vom Prinzip schon, dass da irgendwas nicht stimmen kann, ohne dass ein Ball in der Nähe ist. Aber gut. Alles für den Tight End. Nicht wahr? Das
Das Problem ist natürlich auch, unsere Receiver machen es ihm dann natürlich auch immens leicht, natürlich. Weil er weiß, okay, Pass, kann er machen, was er will, intercepte ich ihm, kein Problem. Vor allem, wie er sie interceptet, ist halt die andere Geschichte. Was aber dann halt ein Problem ist, ist dann halt definitiv der Fakt, dass wir halt gar nichts gebacken kriegen, so ungefähr. Third and one. Read Option mache ich das safe, keine. Die geht schief. Bei unserer O-Line geht die schief. First down. Kannst du machen, was du willst. Na, kannst du machen, was du willst. Das war eigentlich nicht schlecht jetzt. Kriegen wir nochmal hin? Third and one. Oh, Bo Jackson. Sehr schön. Jawohl. Wenigstens den zweiten Touchdown noch hinbekommen. Cool, das ist halt auch nice, dass dieses Ding direkt im Weg ist, weißt du? Was ist denn das für eine Anzeige, bitte? Was soll denn das? So, Zone Coverage hat vorhin ganz gut funktioniert. Ich kann lieber probieren, weiß nicht, ob die groß was hilft. Ich schätze mal nicht. Ja! Eric Berry, ich glaube, mich frisst ein Besen! Interception in die andere Richtung! Ich glaube, mich tritt ein Pferd hier. Das gibt's ja gar nicht. Und das ist das, was ich meine. Weißt du, auf einmal geht's. Auf einmal. First down. Boah, 13 inches willst du mich eigentlich verarschen. Junge. Also wie gesagt, wir haben es hier an einem Viertel verloren, dieses Spiel. Und das ist schade. Es ist immer das zweite Viertel, wo wir dann komplett auseinanderbrechen. Weiß Gott, wieso. Aber wir müssen uns merken, in Zukunft, wir werden einfach schauen, dass wir hier mehr, wie gesagt, mehr laufen. Anders geht's nicht. Es scheint nicht anders zu gehen, als dass wir hier mehr laufen. Bo Jackson. Nice. James kriegt seinen Block weg. Alle anderen auch. So, 5. Ah, jetzt hat er mich ein bisschen besser im Griff. Gerade, aber...
ist der Spielzug, Alter? Fourth and goal. Ja, gehen wir schon. Oh! Touchdown! Boah! Bo Jackson kämpft sich rein, aber die Chargers schaffen es. Die Chargers schaffen es. Irgendwie. Weißt du, dann sehe ich halt, dass es doch wieder geht irgendwo. Weißt du, die O-Line kämpft wie irre. Aber wir müssen uns was überlegen für unsere Receiver. Wir müssen uns was überlegen. Alter, was war denn das jetzt wieder? Ja, nee, es ist ab und zu. Ich drück zweimal und der zweite geht durch und ich so, nice, danke für nichts. Allein die Tatsache, es ist ja schon weird, dass allein die Ding drin ist, weißt du, dieses Kick of Wind. Aber was soll ich da machen? Ich sehe nicht mal, wo ich hinkicke, Alter. Super, Weltklasse, toll. Sinnvoll, sehr, sehr sinnvoll, wirklich. So viel zum Thema Fairplay. Die hat gerade gut funktioniert, die können wir nochmal machen. Läuft jetzt im Running Play. Alter, schau dir das an, Alter. Da stehen fünf Leute, die blocken und er schiebt fünf Leute vor sich her. Fünf! Nee, kein erstes Down. Third and one. Das wäre Late Tackling gewesen von Sean Elliott. Lecco mio. Ja. Schau dir das an. Der läuft einfach durch. Das ist völlig wurscht. Doppelt so schnell wie meine Leute. Kein Problem. Es gibt zwei Punkte in die andere Richtung. Too greedy, my friend. Too greedy. Und Eric Berry versaut ihm die Two-Point-Conversation. Was macht der jetzt unseren Kick, oder?
Und Fleck. Was erwartet er sich denn? Was erwartet er sich denn? Wenn wir mal ein paar Verteidigungssachen jetzt probieren. Wie gesagt, wir haben eh schon verloren, das ist völlig wurscht. Aber, ja, das funktioniert zum Beispiel gut. Die funktioniert zum Beispiel gut. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt. Wilson ist down, 3. und 11. Und 4. und 11. Er wird es wahrscheinlich probieren. Er wird nicht punten. Ich vermute nicht, dass er puntet, wie gesagt. Und wieder, schaut es an. JC Jackson. Ja, JC Jackson muss raus. Das ist ja lächerlich. Der Ball kommt direkt auf ihn geflogen und anstatt dass er einfach interceptet, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Das ist was, wo ich sage, das kann es nicht sein. Der war jetzt wirklich leicht zu intercepten für JC Jackson. Der macht es einfach nicht. Da wäre jetzt nichts dabei gewesen, den zu intercepten. Also es liegt schon, wie gesagt, wir haben zwei Problempunkte. Cornerbacks und Wide Receiver. Cornerbacks und Wide Receiver sind unsere Probleme. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Also, dass wir wirklich sagen, okay, pass auf. Zeit bleibt stehen. Wir sind an 18. Wie viel Endtimeout haben wir noch?
32, 2006. Und wieder perfekte Interception. Sie sehen durch den Mann durch. Das ist mein Problem. Das ist das, wo ich sage, da stimmt was nicht. Er macht die Interception durch den Mann durch. Und das ist was, wo ich sage, kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wenn ein Bo Jackson vor dir steht, du erstens den Ball durch die Person noch hindurch sehen kannst. Achtung. Du siehst es ja hier. Der Mann steht direkt und da sind die Hände auch noch drin. Aber das ist völlig wurscht. Es ist völlig wurscht. Idiot. Ich finde es schade, dass die NFL-Gemeinde da so toxisch ist dann bei sowas. Dass man es nicht einfach sagt, okay, pass auf, ich habe gewonnen. Machen wir einfach so, wie es sein soll. Spielen wir es runter. Nee, der Ray sitzt da vom Ding, holt sich eine runter. Ach, wie geil ich doch bin. So ungefähr, weißt du? Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Deswegen finde ich schön, dass wir den jetzt auch noch recovered haben. Face-Mask, aber gut. Also wenn ich sehe, dass der Helm von meinem Spieler sich nach rechts bewegt, weiß ich, dass irgendwas hier nicht stimmen kann. Yard Field Goal. Oh, da könnte gehen. So, ich weiß ja nicht, wo ich hinkick hier. Ja, Weltklasse. So, Spiel vorbei. Machen wir nichts noch. An sich, wir können ja nicht sagen, dass wir wenig Punkte machen. Das ist ja nicht. 25 Punkte, das ist okay, finde ich. Problem ist halt einfach unsere Secondary. Und da stehen wir so weit offen, das ist finster. Aber vielleicht müssen wir einfach sagen, okay, pass auf. Weiß nicht, wir greifen online nach Weihnachten an oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, wie wir das Ganze hier verbessern können. Weil es kann nicht sein, dass wir hier 44,4% Completions, ja, könnte besser sein, aber war nicht das Schlechteste, was wir schon hatten. 79 Yards. Rushing Yards 214, da sind wir richtig stark. Da sind wir richtig stark. Was, 6 Turnover? Ja, 6 Turnover sind zu viel. Das ist... Nein, 35 Punkte weg. Ja, dann endet 26, 25. Sechs Turnover. Wie gesagt, das ist unser Problem. Aber unser Problem ist auch so Aktionen. Hier, schau mal, wie kann es sein, dass er den Ball fängt? Schau dir das mal an. Und das verstehe ich nicht. Schau mal, der hat eine Hand vorne, die zweite Hand steckt in Bo Jackson. Und das ist was, wo ich sagen kann, es kann nicht sein, dass er diesen Ball fängt. Das geht nicht. Wenn du so einen Ball fangen kannst, bei Gott, geht zu wetten, das oder sonst was, da wirst du reich mit so einer Scheiße. Aber das kann nicht sein, dass er den fangen kann. Da steckt der Arm von Bo Jackson drin. Schau dir das an. Mit einer Hand kannst du den nicht fangen. Das geht nicht. Und du kannst auch nicht die zweite Hand hier quer durch die Hand von Bo Jackson nehmen. Das geht auch nicht.
Und das ist das Problem, was wir haben. Und das nächste Problem, was wir haben, ist diese Aktion hier. Das ist zum ersten Mal. Hier, zack, Eric Berry steht richtig, easy catch. Berry steht richtig, easy catch. Ich schaue gerade noch mal nach Interception Charles Woodson. Ah, das war der Tiefe. Hier. Den wirst du niemals fangen. Niemals. Nicht mal, wenn du der Beste der Welt bist, wirst du den fangen. Das ist vielleicht weniger als eine Sekunde. Umdrehen und catchen. So, und dann schau mal. Dann kommen die Hände von Johnson noch dazu. Das heißt, Johnson schlägt ihm eigentlich den Ball wieder aus der Hand. Ja, kann nicht sein, dass das eine Interception ist. Tut mir leid. Und wenn es eine Interception ist, ist es danach direkt ein Fumble, weil hier, zack, Johnson ihm den Ball aus der Hand schlägt. Weißt du? Das ist der Punkt. Der Punkt ist das, dass es jetzt schon bei zwei Interceptions der Fall war. Hier, den kannst du so nicht fangen. Da kommt das ganze Gewicht von dem Spieler, von dem Arm in den Ball dazu und schlägt ihm den Ball weg. Durch das, dass er versucht zu fangen. Das kann keine Interception sein, weil er noch nie mal den Ball festhalten kann und hier dann komplett mit dem gesamten Gewicht so über den Haufen gelaufen wird, dass dich eigentlich am Kopf nach hinten haut und du am Boden liegst und gar nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Nee, Butzen macht eine Turnung und läuft los. Und das ist das Problem. Das sind schon zwei Interceptions, die komplett unmöglich sind. Unmöglich. Der Rest ist schon gar nicht mehr drauf. Aber das ist das Hauptproblem. Es liegt nicht daran, welche Spieler wir haben, wenn ich mir das anschaue. Das ist einfach ein Gameplay-Problem. Das ist einfach ein Gameplay-Problem. Dass er den fängt, lasse ich mir ganz krumm noch eingehen. Innerhalb von einer Sekunde, wie er sich da umdreht und automatisch hier mit dem Rücken zum Ball weiß, wo der Ball ist. Innerhalb von einer Sekunde finde ich schon sehr kritisch. Aber dann so von Johnson über den Haufen gelaufen zu werden, auf einem Bein stehend und sagen, oh, kein Problem. Lasst euch mal in der Position von eurem, von irgendeinem Kumpel von euch umrennen. Ich schwör's euch, euch geht's nicht gut danach. Aber das interessiert Madden nicht. Und das ist schade. Das ist das Problem, wo wir hier die Spiele verlieren. Diese Interceptions, die unmöglich sind. Während auf der anderen Seite unsere Spieler das nicht hinkriegen. Aber ja. Wir können mal schauen, was wir machen können. Vielleicht verkaufen wir jetzt einfach mal unsere Secondary, gerade unsere Cornerbacks und schauen mal, was möglich ist. Und sonst müssen wir halt sagen, okay, pass auf. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir bis Weihnachten so viel mitnehmen an Coins und Co. wie möglich. Aber ja, jetzt haben wir halt zwei so riesen Losses hintereinander gehabt, wo ich einfach sage, mein Marcus Peters war auch nicht besser, muss ich straight so sagen. Marcus Peters war scheiße. Von dem hat man nichts gesehen. Null. Nächste, den ich im Fokus habe, der weg muss, ist Trey Flowers. Der bringt mir gar nichts. Meditio ist solide, ja, Mai. Da könnte man was machen. Da muss man was machen, auf jeden Fall. Deshaun Elliott funktioniert da hinten überhaupt nicht. Weiß nicht, was wir sonst machen könnten. Bessere Wide Receiver. Der O-Line funktioniert, das haben wir schon gesehen. Zumindest beim Run.
bin es natürlich gut. Beim Passen funktioniert sie schon auch, aber teilweise sind dann unsere Leute nicht frei. Das ist das andere Problem. Also Wide Receiver und Cornerback sind unser Problem. Ihr habt es schon mal gesagt, ich soll auf Zone umstellen. Das können wir probieren. Weiß nicht, ob das was hilft. Ja, schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Sagt Schauen V. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.